Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor. Heute wollen wir einem ganz speziellen Ort auf den Grund gehen. Und zwar geht es um diese einzelne Mauer, die wir da in der letzten Folge so gefunden haben. Nachbar, bitte kommen Sie mal. Ich würde gerne sie wieder verpacken, weil sonst... Oh Gott, ihr kennt mich, ich würde das sonst nicht zustande bringen. So, jetzt komm bitte mal, ne? Oh Gott, Alter. Oh nein, ich habe auf Schleichen gedrückt. Holy shit. Okay, wir müssen ja hier schon mal wieder in der Tür stehen. Nee, warte, er muss zuerst noch, muss er noch ein bisschen kommen. Genau, ja, komm, Alter. Wow. Schmeißt schon wieder mit Tomaten. Das ist nicht cool. Was hat er da eigentlich auf seinem Hemd, Alter? Oh, ein Herz? Mit... Oh, oh. Hä, wieso hat er da ein Herz? Hat er das schon immer gehabt? Bin ich gerade dumm oder hat... Oder hat der gerade ein Herz? Hä? Hatte ich noch nie gesehen. Hey Leute, wo ist der Nachbar? Oh Gott, hier. Alter, ich habe ihn einfach nicht mehr gesehen. Da dachte ich, er hat sich einfach verpisst. Weil ich habe gerade vorhin schon eine Scheibe eingeschmissen. Hat ihn null gejuckt. Und jetzt plötzlich kommt er wieder. Ich verstehe es nicht. Oh, er kommt. Er kommt. Oh, moin, guten Tag. Hier kann er mich auch schon nicht mehr catchen. Hallo. Ja, aber guck mal, jetzt ist das Herz weg. Ja. Okay, keine Ahnung, Alter. Wie dem auch sei, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal rein. Und, Alter, du Puppe, du kommst mir hier nicht wieder so dumm an. Wir brauchen also erstmal nochmal die Lehrerin. Warte mal, für das brauchen wir die Glocke und für das müssen wir erstmal kalt machen. Ich glaube, das ist sowieso eigentlich ganz praktisch. Also, einmal Glocke. Bitte einmal hier Fernseher aus. Hä? Ah, das Radio hat... Ach Gott. Okay, auf jeden Fall erstmal hier mit der Glocke hier mal kurz. Die Lehrerin ausgraben. Das ist schon mal unsere erste Pflicht. Oh Gott. Nein. Ja, so, genau. Komm raus hier. Bist wahrscheinlich genug lange unter der Erde gechillt, Alter. Hallo, guten Tag, klasse. Junge, Stuhl weg. So. Okay, die 8 war, glaube ich, hier unten. Die 5 war hier oben. Ne, warte, die 5 war hier. Und die 3, wo ist denn die 3? Ach, hier, okay. Die 3 kommt hier hin. Genau, dann bekommen wir das Gewehr. Okay, dann schießen wir hier mal kurz die ganzen Ziele ab. Halt jetzt kurz zuerst hier Vorarbeit. Funktionierst du oder wieder nicht? Ah doch. Oh mein Gott, alle 4 getroffen. Bin der Beste. So, der Schlüssel. So, und jetzt haben wir uns auch in der letzten Folge gefragt, was halt mit dieser Wand hier ist. Und, oh Gott, scheiß Stuhl, Alter. Und wir haben ja auch hier, warte mal, hier. Oh Gott, können wir den von hier nehmen? Ne, okay, warte, wir müssen ein bisschen näher. Den Presslufthammer. Und, also, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, wir können... Ja, das geht, guck mal. Oh Gott, ganze Wand. Dings, okay, komm hier raus, Alter. Alle weg hier. Du schwebst noch, das sollte nicht so sein, glaube ich. Ja, genau, das Ganze hier kommt auf jeden Fall alles weg. Ja, ich glaube, es ist alles weg. Und jetzt sind wir hier... Da ist nochmal ein Raum und... Ah, das ist nochmal eine Puppe, alles klar. Und das ist ein Teddybär. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein goldener Apfel. Hä, es muss doch ein goldener Apfel geben. Wieso sind hier sonst so viele Zeichnungen? Oh, ist das das Kind? Und da ist hier die Frau? Weil das ist ja obviously der Nachbar. Schwarze Hase. Also, oh Gott. Alter, ist das gefährlich hier. Junge, Stuhl, geh weg. Mein Gott, kann der nicht hier einfach rausgehen jetzt? Ach komm, scheiß drauf, Alter. Okay, hier ist auch noch Kinderspielzeug. Ja. Alter, was ist das denn für ein Kind, das das malt? Wie dem auch so. What the fuck? Wieso ist denn eine Gurke? Okay, keine Ahnung. Hier ist auch ein Hund. Teddy plus Feuer. Gleich Schlüssel. Teddy. Plus de- oh Gott, tut's leid. Teddy plus das Feuer gibt diesen Schlüssel. Hier ist nochmal eine Puppe. Warte mal, ich will kurz versuchen, was denn passiert, wenn wir jetzt alle Puppen da reinmachen. Ob das jetzt anders wird? Für das nehmen wir erstmal hier wieder alle Stühle raus. Okay, dann hier ist noch eine Puppe. Du kommst auch erstmal ganz schön mit hier. Ja, natürlich du, mein alter Kumpel hier. Du gehörst natürlich auch zu der Puppencrew, Alter. Du auch. Und ich glaube, das waren ja alle. Letztes Mal waren es ja nur 4. Alter, 4 mit der Lehrperson. Heute soll es 5 sein mit der Lehrperson. Und das stimmt auch. Lassen wir die hier mal ihren Lauf. Ja, wir kommen auf jeden Fall später wieder vorbei. Ich würde auch sagen, das mit dem Teddy und dem Feuer, das hat eine eigene Folge verdient, weil ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir das machen sollen. Okay, ich weiß auch nicht, für was ist denn dieser Schlüssel? Die können uns ja mal um das kümmern hier. Was ist denn hier los? ja, Leute, Gumpenknuddel ist jetzt nicht... Oh Gott, bitte fliegt nicht wieder aus der Welt, okay? Und die erste ist schon weg. Alles klar, Digga. Das ging schnell. Mann, wieso fliegt ihr denn auch alle aus der Welt? Was ist mit euch? Was ist das hier? Wieso klebt das A an der Wand? Hä?
Und die bewegt sich schon wieder. Oh, alles klar, Junge, du hast gerade die Lehrperson geschlagen. Was ist mit dir? Keine Ahnung, wo das die andere Puppe schon wieder hingeflogen ist. Aber ich vermute mal, die ist nicht mehr da. Genau. Okay, also dieses Schlüssel. Ich kann kein Deutsch. Oh, wow, wow, wow. Alter, ganz ruhig, okay? Junge, wir sind ja nur angekommen. Die Junge, was ist mit euch? Oder mit der... Alter, das macht mir Angst. Schnell weg. Auf jeden Fall gibt es ja eigentlich nur ein Schloss, das wir wirklich knacken können. Und das wäre das hier. Und das ist sogar für das. Okay, wisst ihr, was wir kurz nebenbei noch... Oh Gott. Probieren können, ist jetzt das Ending machen. Wobei, das gehen wir zwar dann erst zu Schluss. Weil sonst ist die Folge ein bisschen kurz. Vielleicht müssen wir das Brett irgendwie noch hochbringen. Vielleicht macht das denen dann noch eine Freude mehr. Ah, alles klar, das Ding fliegt schon wieder. Ja. Gott. Alter, was ist mit dir? Komm mal hier runter. Ey, jetzt bist du auch schon so. Bleibt doch einfach mal alle hier stehen, okay? Schön hier in einem Kreis. Könnt euch einander eure Sorgen anvertrauen. Wir haben hier alle ein Ohr offen oder zwei. Alter, ich habe gesagt, kein Gruppenknuddel. Mein Gott, glaube ich ja nicht. Oh Gott, Alter. Die hat ja auch übel geflippt. Alter, nein. Oh Gott. Oh, die Le wow, 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 wow. Oh, oh, what? Was ist denn hier jetzt los? Alter, ich komme gar nicht mehr klar. Jetzt, da unten waren es nur noch drei, Alter. Was ist mit dir? Was ist mit euch Puppen falsch gelaufen? Ist hier eigentlich jetzt eine rausgefallen? Oder ist die jetzt auch einfach weg? Ich meine, vorhin waren es ja obviously noch drei normale und eine Lehrperson. Jetzt ist nur noch eine Lehrperson und drei normale. Ist hier eine Puppe? Nee. Ah, hier ist eine. Okay, wir haben eine wieder gefunden. Das ist schon mal sehr sympathisch. Was ist das eigentlich für ein Schild, Alter? Fallende Engel verboten? Okay, interesting. Das ist ja mal interessant. Sehen wir die zweite Puppe vielleicht noch irgendwo? Ah, ich vermute zwar nicht. Okay, dann platzieren wir die. Warte mal, was passiert, wenn wir die draußen hin platzieren? Backt die auch so rum? Nee, also es muss schon mal wirklich der Geisterraum sein. Beziehungsweise, wir sind jetzt... Wow, Alter. Oh mein Gott, mein Herz. Ey, ich bin halt gar nicht mehr gefasst, dass der uns huntet, ey. Könntest du da bitte wieder runterkommen? Alter, die will zum Fenster hinaus. Nee, du bleibst hier. Junge, wie lange huntet der eigentlich? Okay, jetzt ist schon mal vorbei. Ja, also irgendwie, keine Ahnung, weil die chillen hier eigentlich weiterhin ihr Leben. Eigentlich sollte es ja noch mehr um den anderen Raum gehen, ja, nicht hier um die Puppen. Folge, Secret, Dings, Bums, keine Ahnung, Alter. Okay, ich würde auf jeden Fall dann später mal noch gerne herausfinden, was passiert, wenn wir, wieso ist das Bettchen jetzt hier drüben? Habe ich das da rüber geschmissen? Ich weiß es nicht. Was wollte ich sagen? Ich habe es wieder vergessen. auf jeden Fall das mit dem Teddy probieren wir in einer anderen Folge. Und was wollte ich noch sagen? Irgendwas möchte ich noch ausprobieren, wenn der Nachbar wieder im Haus ist. Weil ich weiß nicht mehr was. Naja, ist eigentlich auch egal. Es kommt mir bestimmt wieder hier in den Sinn. Wie immer, Tipps und Tricks gerne unten in die Kommentare. Und was ihr auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben könnt, ist... Ich weiß gar nicht, was... eigentlich noch so reinschreiben könnt. Eigentlich coole Spiele, die ihr sehen wollt. Einfach ein bisschen solches Zeug. Naja, ich habe keine Ahnung, Alter. Ja, schreibt gerne mal einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Okay, jetzt zum Abschluss dieser Folge droppen wir mal hier runter. Und wir gehen zu der Ending-Tür. Und der Nachbar ist ja da drüben eigentlich jetzt stuck. Das heißt doch, er kann uns hier nicht den Weg oder das Exit hier verweigern. Was passiert, wenn wir die Tür jetzt öffnen? Vielleicht stürzt das Spiel diesmal nicht ab. Ich hoffe es mal. Okay, wir öffnen die Tür. Und es wird hell, das Licht wird grell. Hä? Ja, scheiße, Mann. Okay, der Nachbar begräbt uns hier wieder. Oh, das Spiel ist wieder abgestürzt, nice. naja, auf jeden Fall, ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Wahrscheinlich ist das halt einfach eine ganz normale Cutscene und man kann das Ende, egal auf welche Art, auch wenn der Nachbar wahrscheinlich gar nicht mehr existieren würde, wir würden ihn trotzdem, also er würde halt trotzdem irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, könnte er halt immer noch diese Tür schließen. Naja, auf jeden Fall, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Look at this. Going home!